Viele Abonnenten fragen mich, Reini, wie schaut's denn mit den Hochbeeten aus? Ja, so schaut's aus im Schneckenhaus. Und wenn du konkret wissen willst, was das bedeutet und ob das was worden ist und sowieso und überhaupt, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Ja, da hinten wächst er, der Salat, den ich in einem Video, da habe ich diese Pharma Panorama Box, gebe da oben den Link, vorgestellt. Und da habe ich einen Pflücksalat angebaut, hier im Hochbeet. Und ein Teil ist was geworden und ein anderer Teil nicht. Ich war skeptisch, aber ich zeige dir gleich das Ergebnis. Nur, bevor ich da jetzt reingehe, es erreichen mich immer wieder Fragen, die so sagen, Reini, du bist ja so ein Survivalist, Bushcrafter. Was hat denn das mit Selbstversorgung zu tun? Nur weil der da selbst aus einer Pflanzenbibel da ein Buch geschrieben hat, kannst du uns jetzt am YouTube-Kanal nicht mit Selbstversorgung quälen. Also quälen tut überhaupt nicht, wenn es dir nicht taugt, schalt ab oder schau dir das Video gar nicht an. Nur ich möchte etwas ganz klarstellen. Wenn du mich und meine Arbeit näher kennst und nicht nur, wo ich irgendwas in die Kamera zeige und irgendwas teste, sondern meine gesamte Arbeit anschaust, dann wirst du drauf kommen, dass für mich das Ziel, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen und sich auch selber helfen zu können in Not-, Extrem-, Krisensituationen, dann siehst du, dass das ein Lebensinhalt von mir ist. Und da gehört, und das ist meine tiefste Überzeugung, Selbstversorgung bis zu einem gewissen Grad mit. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, jeder auf der Welt muss ein Selbstversorger sein, weil das in unserem modernen Leben auch gar nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll ist, weil wir durch Arbeitsteilung haben wir einige Leute, die im Endeffekt in großen Mengen produzieren, industriell Lebensmittel produzieren und den Rest der Bevölkerung damit unterstützen und es möglich machen, dass man ein gutes Leben hat, dass sich die um andere Dinge kümmern können. Denn wenn jeder hier im Selbstversorgergarten, den wir hier jetzt Schritt für Schritt im Bushcraft Camp ausbauen, aber das zeige ich dir dann nachher auch noch, wenn jeder Selbstversorger sein müsste, dann würde ein modernes Leben, so wie es das bei uns jetzt gibt, dass es Leute gibt, die sich um Forschung kümmern, die Krebsforschung betreiben oder Technologie weitertreiben oder was auch immer. Das würde es nicht geben, weil wir die ganze Zeit einen Hauptjob hätten, nämlich um uns die Pflanzen zu kümmern. Ja, daher ist es so wichtig, eigene Selbstversorgerpflanzen zu haben, die wenig Aufwand brauchen, das ist in dem Buch. Und du musst die ganze Zeit herumzupfen und herumtun. Und daher ist das Prinzip unserer Gesellschaft, des Wirtschaftssystems, so wie wir das aufgeteilt haben, nämlich dass es Kernkompetenzen gibt und die kümmern sich darum und nicht jeder alles machen muss, sinnvoll. Aber weil das passiert ist und weil ich liebe diese Welt auch, ich meine, ich habe das wirklich gern, so wie ich lebe, ja. Aber weil sich Dinge ändern können und das hat uns ja gerade diese Coronavirus-Krise, was auch immer man, wie auch immer du dazu eingestellt bist, aber gezeigt, dass Lieferketten sehr, 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 sehr anfällig sind. Dass sie zwar wirtschaftlich effizient sind, ja, cool, aber dass das wahre Leben davon abhängt, dass wir das Zeug hier haben. Und das kann, und diese Corona-Krise, ich will die nicht runterspielen, aber es ist ein Lerchalschaß, wie man in Österreich sagt, im Vergleich, was uns sonst treffen könnte. Wenn zum Beispiel ein großflächiges, länger andauerndes Blackout-Stromausfall passiert, dann Halleluja. Dann ist es nicht, ich muss daheim sitzen und Netflix schauen und auf YouTube irgendeinem glatzköpfigen Österreicher zuschauen, sondern dann haben wir wirklich Probleme, so richtig wahre, wirklich existenzielle Probleme. Und daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, das ist meine Meinung, dass Wissen über Selbstversorgung, über Pflanzen nicht nur draußen in der Natur zu sammeln, was ich sehr gerne tue und was ich, wie ich behaupte, auch ganz gut kann mittlerweile. Wir brauchen auch Wissen, was diese Sachen hier betrifft. Und wenn du jetzt sagst, das finde ich voll langweilig, dann ist das total okay. Es muss nicht jeder diese Selbstversorgung betreiben oder Wissen und Erfahrung dazu aufbauen. Aber wenn du das willst, wenn du sagst, das spricht mich an und das ist etwas, was für mich interessant ist, dann mag ich dir auf diesem YouTube-Kanal auch immer wieder mal, hin und wieder, nicht jeden Tag, ein bisschen was dazu zeigen und meinen Ansatz dazu zeigen. Und am letzten Punkt, und dann verspreche ich, zeige dann nachher noch einmal die Pflanze, ich verspreche es. Es gibt, wenn dich das Thema Selbstversorgung anfixt, es gibt tausende Videos von anderen Leuten, die sich um Längen besser auskennen als ich. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich will auch jetzt gar nicht den großen Selbstversorger raushängen lassen. Überhaupt nicht. Nur ich habe einen anderen Zugang zu dem Thema. Und deswegen, und ich weiß, dass das vielleicht am Wecker geht, aber deswegen haben die Manuela Keiner und ich dieses Buch hier geschrieben. Weil es gibt tausende Bücher am Markt.
Tausende und die sind super. Aber es fehlt dieser Survival-Ansatz, dieser, wir bauen diese Pflanzen nicht nur an, weil es schön ist und weil es gemütlich ist und weil es Gartentherapie ist und damit ich mich abschalten kann von meinem blöden Job, den ich habe und so weiter. Ist alles gut. Aber unser Ansatz ist, dass wir das aus einer Notwendigkeit heraus tun, die vielleicht jetzt nicht sichtbar ist und jetzt auch nicht gegeben ist, weil der Supermarkt funktioniert. Aber Dinge können sich ändern. Und deswegen mache ich das. Und das wollte ich jetzt einfach einmal erklären, weil mich da wirklich viele Fragen erreicht haben. Und jetzt schauen wir uns an, was mit dem Salat geworden ist. Da ist er! Der Salat, schau an, der Pflücksalat, er lebt noch. Und glücklicherweise haben wir jetzt auch ein bisschen Regen gehabt. Das war sehr, 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 sehr trocken. Das ist ganz einfach so. Und wenn du dir das Video anschaust vom letzten Mal, dann wirst du auch sehen, dass sich alles noch einmal so richtig schön gesetzt hat. Aber das ist alles okay, das ist alles im Rahmen. Also der Teil hier, der hat funktioniert. Und da hinten auch noch. Und dann, ja, dann ist leider irgendwie überhaupt nichts mehr rausgekommen. Also der vordere Teil am Pflücksalat, der ist was geworden. Und der hintere Teil, ja, leider nicht. Ja, wir haben jetzt auch hier Hangbeete angelegt, da haben wir mal 3 Stück gemacht. Wir werden da jetzt dann den ganzen Bereich hier, du siehst, wir haben einiges an Hang zur Verfügung, mit diesen Beeten voll machen. Und es ist jetzt Mai, das heißt, wir werden jetzt in denen hier jetzt schon Erdäpfel einlegen, also Kartoffel ansetzen. Wir haben da Saatkartoffel und da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf. Und wenn jetzt das Wetter wieder schöner wird, es regnet jetzt glücklicherweise immer wieder dazwischen, aber da ist blöd zum Erdarbeiten. Also Erdarbeiten machen, wenn es regnet, das ist wirklich fürchterlich. Wir warten jetzt, bis es wieder ein bisschen trockener wird und werden dann noch einmal 3 von diesen Hangbeeten ansetzen. Ich meine, das Beet ist insgesamt jetzt noch nicht fertig. Ich muss das dann auch hier kappen, also diese Steher, die wir in die Erde reinschlagen haben, der Tobias und ich. Ja, den kennst du vielleicht auch schon von dem einen oder anderen Video. Und hier seitlich haben wir Bretter reingeben, damit die Erde nicht wegfallen kann. Also ja, so schaut das Ganze aus. Das hier sind Eschenstämme. Diese Bäume, die wurden gefällt, weil sie an einem Platz waren, wo es irgendwie nicht hingehört haben. Und ich habe mit meiner Akku-Kettensäge von Makita, oh, das ist so schön, 34 Volt, das macht richtig Spaß. Ja, ja, wie auch immer, Themenwechsel, habe ich die mir dann zusammengeschnitten, die sind am Boden gelegen, also sind gefällt gewesen und ich habe mir die jetzt zusammengeschnitten und hier oben haben wir genau dasselbe Prinzip gemacht und ja, haben wir alles mit Eschen zugemacht. Dann, hier haben wir jetzt das Beet, ja, hier siehst du das Beet. Da haben wir schon angefangen, aber das müssen wir dann auch noch schöner machen. Da werden wir hier ein paar so Treppen reinbauen. Da ist jetzt wieder ein Weg, wo man gehen kann. Damit man dann zum nächsten Beet, dass man hier jetzt wieder arbeiten kann. Und ja, da, ich weiß, das ist Plastik, das ist mir bewusst. Das werden wir auch noch abkappen, sind wir noch nicht dazu gekommen. Das ist übrigens bei dem Beet unter mir genauso gemacht, damit die Erde nicht runterfließen kann. Natürlich könnte man jetzt auch hergehen und könnte hier irgendwas anderes reingeben, also Moos oder weitere Hölzer oder Gräser oder was auch immer. Aber ich wollte einfach eine Fire-and-Forget-Lösung haben. Und deswegen haben wir das so angebaut. Na, schau dir was an, schau dir was an. Da ist man ein paar Tage nicht dahinter und schon kommt schon wieder so ein Unkraut daraus. Also Unkraut sagt man ja eigentlich nicht, das sind Beikräuter, wie es so schön heißt. Aber natürlich, das sind nicht die, die ich da in diesem Beet haben mag, sondern die sollen da draußen in der Wiese wachsen und nicht hier bei mir im Beet. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Du hast die ganze Zeit Arbeit damit und wenn du das im großen Stil magst, dann magst du halt den ganzen Tag nichts anderes als, oder fast nichts anderes, als dich um deine Beete hier zu kümmern. Und das tue ich jetzt gleich gemeinsam mit dir. Also das ist irgendein Dolbenblütengewächs, da bin ich mir ziemlich sicher, aber erst wenn es richtig groß ist, wenn die Blätter groß genug werden, lass mich riechen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, dass das ein Wiesenbärenklau geworden wäre. Ja, aber jetzt nicht mehr. Du kannst da draußen wachsen, Wiesenbärenklau, aber nicht in unserem Beet. Aber so schaut das aus und das ist das, was wir jetzt hier in größerem Stil machen wollen am Bushcraft Camp. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, alle, die es interessiert haben. Ja, das Saatgut aus der Pharma Panorama Box hat funktioniert. Zum Teil halt, aber das liegt wahrscheinlich nicht an der Box, sondern an mir. Aber, oder Pech gehabt oder was auch immer. Aber das passt einmal ganz gut. Und natürlich, billige Eigenwerbung, gebe ich da den Link zu meinem Buch. Und, also dem von der Manuela und von mir. Und schau dir das ganz einfach an und vielleicht magst du ja mitmachen bei dieser ganzen Sache. Das wird jetzt immer wieder hier auf diesen Kanal kommen und habe da auch schon Beschwerden dazu gehört. Ich mache das trotzdem,
weil mir das ein Herzensanliegen ist und wenn dir die Videos einfach nicht interessieren und sagst, ich will nichts über Garten wissen oder sowas, dann schalt sie nicht ein und schalt wieder ein, wenn ich ein Messer in die Kamera halte. Werde ich jetzt dann bald tun und werde ich dann dieses kleine deutsche Opinel hier sozusagen vorstellen. Daher, lass mal ein Abo da, damit du auch andere Sichtweisen zum Thema Überleben in der Natur, aber auch in Extremsituationen mitnehmen kannst. Um das geht es mir im Endeffekt. Ja, Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst und wie du das siehst und so ist uns überhaupt. Das würde mich freuen. Lass mal ein Abo da. Danke, danke, danke. Da geht es jetzt noch einmal den Link zu mir und auch an das Video und hat mich gefreut und ciao.